Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Laber-Video auf meinem Kanal. Ich habe euch eigentlich versprochen, dass es heute ein Essen- und Laber-Video gibt. Also gibt es schon. Ich werde jetzt gleich ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse essen. Ich bin total verpeilt, Alter. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe euch eigentlich versprochen, dass wir zusammen frühstücken werden mit Pascal. Das konnte ich jetzt leider nicht einhalten. Tut mir wirklich sehr, 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 sehr leid. Aber ich glaube, man kann halt einfach ein wenig sehen, wie es mir geht. Und zwar geht es mir absolut scheiße. Und wenn ich meine, mir geht scheiße, dann meine ich jetzt wirklich zu 100%, mir geht scheiße. Ich bin müde. Ich bin müde bis zum geht nicht mehr. Also ich habe Augenringe, ich habe noch Concealer drauf. Ja, ich habe es irgendwie versucht, ein bisschen wegzudecken. Ich habe Augenringe bis zum geht nicht mehr. Ich habe die halbe Nacht geheult, ich habe die halbe Nacht geschrien, ich habe sogar meinen Schuh gegen die Decke geworfen. Ich habe da jetzt erstmal einen Streifen, den muss ich auch noch irgendwie wegwischen. Meine Nachbarn meinten gestern wieder so richtig feiern zu müssen, so richtig feiern zu müssen. Ich hole mal eben kurz meine Möhren von gestern, die ich nicht aufgegessen habe. Meinten so richtig feiern zu müssen wieder. Die sind, glaube ich, nur zu zweit gewesen, also mehr Leute habe ich nicht gehört. Die haben so laut geredet. So unglaublich laut. Die haben gestampft, die haben getanzt. Ich muss sagen, die haben keine Musik angehabt. Also ich habe schon ein bisschen Bass gehört, aber das war nichts, für was man sich jetzt beschweren könnte wegen diesem Bass. Aber die haben so laut geredet, dass ich hätte jedes einzelne Wort, könnte ich Türkisch, hätte ich jedes einzelne Wort verstanden. Ich war müde, ich konnte nicht schlafen, weil die sind so laut gewesen. Das Ding an der ganzen Sache, Leute. Ich könnte meine linke und meine rechte Arschbacke dafür verwetten, dass das die Nachbarn über uns sind. Das sind nicht die neben uns. Ich bin gestern mitten im Regen. Es hat geregnet. Wie aus Tonnen, Leute. Es hat geregnet. Ich bin rausgegangen, um zu gucken, ob bei denen über uns Licht brennt. Licht war komplett aus. Dafür über denen. Also die da drüber hatten volle keine Lichter an. Aber die darüber hätte ich jetzt nicht so laut gehört, dass hätten die über mir gewesen sein müssen. Ich hätte einmal um den Pudding hier im Haus rumlaufen müssen. Dann wäre ich blitzschnass gewesen. Und hätte gucken müssen, ob bei denen jetzt Licht brennt, bei denen ich eigentlich meinte oder nicht. So, dann habe ich mir aber gedacht, die haben zu 99,9% wahrscheinlich die Rollos und ich sehe sowieso einen Scheißdreck. So, das heißt, ich konnte gestern weder die Polizei rufen, noch konnte ich da gestern irgendwie irgendwo klingeln, weil ich keine Ahnung habe, wo es herkommt. Ich kann schwören, das sind die Nachbarn über uns. Wirklich. Ich kann alles schwören drauf, das sind die Nachbarn über uns. Ich habe mir aber die ganze Zeit so gedacht, Alter, ja klar, klingelst du da jetzt einfach, kommt dir da irgend so eine verschlafene Tante entgegen, die sich denkt, Alter, was machst du mitten in der Nacht hier vor meiner Haustür? Wir sind hier ein Mehrfamilienhaus. Keine Ahnung. Es sind die über uns. Pascal hat da auch keinen Zweifel, dass es die über uns sind. Es geht langsam nicht mehr. Und ich kann nichts machen. Es sind wahrscheinlich Eigentümer. In den Wohnungen, wo wir wohnen, hier sind eigentlich zu 90% nur Eigentümer. Wir sind einer der wenigen Mieter, die hier sind. Die sind wahrscheinlich Eigentümer. Was soll ich gegen Eigentümer sagen? Ich kann nichts gegen Eigentümer sagen. Ach, ich kann es gleich noch für die Weintrauben benutzen. Ich bin einfach nur noch erschöpft. Ich bin müde. Also, Leute, no joke. Ich sehe schlimm aus. Ich sehe richtig schlimm aus. Ich habe ehrlich gedacht, dass ich mich wenigstens am Wochenende mal erholen kann, weil ich schon seit einer Woche Kopfschmerzen habe. Ich habe so meine Narbe auf dem Kopf. Also, ich gehe davon aus, dass es meine Narbe auf dem Kopf ist, die mir wehtut. Ehrlich, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wie respektlos man zu den anderen Mietern sein kann, ehrlich. Also zu den anderen Mitbewohnern sein kann. Zu den anderen Leuten, Menschen hier in dieser Wohnung sein kann, ehrlich. Sorry, aber wenn die jeden Samstag feiern möchten, dann sollen die irgendwie in die Disco gehen oder sowas. Oder sollen woanders hingehen, bei irgendjemandem, der ein Haus hat oder so. Wo man halt etwas lauter sein kann. Aber Alter, wenn du in einer Zwei-Zimmer-Wohnung haust, dann respektiere und akzeptiere doch bitte deine anderen Nachbarn. Und vor allem um 3 Uhr morgens, verdammte Scheiße. Da durfte ich mir tatsächlich, Leute,
Ich bin um 0 Uhr, ich war sowieso schon schlecht gelaunt, ich bin um 0 Uhr schweißgebadet aufgewacht. Keine Ahnung. Leute, ich laufe hier mit T-Shirt rum. Ich könnte hier mit kurzer Hose rumlaufen. Unsere Wohnung ist so warm. Das liegt daran, dass wir eine neue Dämmung bekommen haben. Ich habe immer gedacht, bei Pascal seinen Eltern ist es drüben warm. Bei denen ist auch gefühlt eine Sauna, ey. Aber als wir in diese Wohnung eingezogen sind, das war immer noch Next Level. Also bei uns ist das jetzt richtig warm. Also du kannst hier alles aufreißen. Alles aufreißen. Innerhalb von maximal einer halben Stunde ist es wieder hier scheiße warm drin. Also dieses Haus speichert diese Wärme so krass und das wird uns noch richtig übel kommen im Sommer, habe ich das Gefühl. Na ja, mal gucken. Ich werde ja sehen, wie es kommt. Aber trotzdem, ich muss hier nur Heizung anmachen. Aber das ist auch gut, dass ich hier keine Heizung anmachen muss, weil wir haben ja diese beschissenen Röhrchen und die verdunsten halt auch im Sommer. Deshalb ist das wohl besser, aber trotzdem. Was war das denn jetzt? Ich habe die aber heute nicht ausschlafen lassen. Nachdem die mir bis 3 Uhr morgens, von 0 bis 3 Uhr morgens, die Hölle heiß gemacht haben, mit ihrem Getanze, mit ihrem Gelache und mit ihrem lauten Organ. Und von 3 bis 4 Uhr morgens hatten die anscheinend sehr schön Spaß. Bin ich denen heute Morgen recht früh auf den Sack gegangen. Ich habe ab 8 Uhr habe ich Musik gehört, nicht laut, weil ich wollte jetzt auch nicht meine Nachbarn ihm annerven. Aber schon so, dass sie nicht mehr schlafen können. Und ich habe es geschafft. Die haben nämlich angefangen, oben zu stampfen. Also wirklich so. Mit den Hacken richtig. Und da hat mir das Gefühl gegeben, Digga, sei mal leise. Das habe ich dann ungefähr 2 Stunden gebracht. Irgendwann haben die dann aufgehört zu klopfen. Man hat gehört, die haben richtig wieder mit der Faust oder richtig mit den Füßen, haben die richtig angefangen zu stampfen. Ich habe in diesen 2 Stunden habe ich geputzt, aufgeräumt, habe unsere Vitrine eigentlich sauber gemacht. War gut. Habe hier für die Vitrine endlich meine Gläser sauber gemacht. Hier. Die müssen auch gleich noch reinkommen. Wegen diesen scheiß Nachbarn oben hatte ich sogar eine Fressattacke heute Nacht. Ich habe eine halbe Schale. Nein. Ich habe so eine ganze Schale M&M's weggefressen. Ein Tellerbrot, ein Schinkenbrot. Und habe erstmal fast 3 Stunden lang Aquaman geguckt. Dann waren die kurz leise. Ja, und dann ging das Geschöne los. Ich habe gedacht, ich schlafe nie wieder mehr ein, ey. Und irgendwie kurz nach 4 war es dann plötzlich leise und dann bin ich auch nochmal eingenickt. Aber war dann relativ früh wieder wach. Ehrlich, was bilden die sich ja nicht ein? Hat jetzt eigentlich damit nichts zu tun, aber ich habe hier gerade von Wiss diesen Krams auf dem Tisch. Und hier steht drauf, kein beißender Geruch. Absolut ekliger Geruch. Absolut ekliger Geruch. Aber ich hasse diesen Wiss. Ich versuche den immer für jegliche Scheiße zu benutzen. Weil ich den nicht auskippen möchte. Oh Mann. Die Weintrauben von Netflix sind richtig lecker. Ich hole die jetzt schon zum zweiten Mal. Keine Kerne. Dann ist auch kernlos mal wirklich kernlos. Ich habe das schon ganz oft gehabt. Da steht kernlos drauf. Ist es aber nicht. Und ich hasse Weintrauben, wo Kerne drin sind. Bah. Die sind süß, die sind lecker, die sind knackig. Und waren jetzt auch die letzten Male immer im Angebot für 1,99. Deswegen geht das.
Morgen fahren wir zu Poco. Morgen müssen noch mit Poco was klären. Wir haben für die Ecke da, also für die, haben wir so einen Schrank bestellt gehabt. So einen ganz normalen Vorratsschrank, so einfach so ein Schrank. So ein Eicheschrank, weil der gut zu der Platte hier passt. Weiß gab es nämlich nicht mehr. Also Weiß gibt es nur online. Und Beton wäre hier einfach fehl am Platz gewesen. Die Frau meinte, der Schrank würde Ende des Monats kommen. Januar. Dann waren wir letzte Woche da, haben den Typen nochmal gefragt, weil Ende des Monats, wir waren am 31. dort. Mehr Ende des Monats geht nicht. Der meinte dann, wird am 2. zu denen ins Lager geliefert und am 3. kriegen wir die Benachrichtigung. Okay. Wir haben den 5. Oder den 6. Den 5. haben wir. Egal. Auf jeden Fall hätten wir am Freitag die Benachrichtigung kriegen müssen, was auch immer Freitag für ein Tag war. Am Freitag hätten wir die Benachrichtigung kriegen müssen, wir haben Freitag nichts bekommen, wir haben Samstag nichts bekommen. Ich wüsste mal gerne jetzt, wo mein Schrank ist. Ich brauche den auch langsam, weil ich habe jetzt gerade diese ganzen Pfannen und so, die ich hier habe. Ja, habe ich nämlich gerade im Flur in der Kommode, die ich habe. Und das regt mich einfach richtig auf, weil jetzt muss ich da halt quetschen. Die Getränke und sowas sind da gequetscht und meine Pfannen sind da gequetscht. Und Leute, ich habe was richtig Cooles. Boah. Ich habe gestern zum ersten Mal wieder Kartoffeln gekocht. Um es ein kleines bisschen aufzuklären, ich habe 9 Monate fast gar nicht gekocht. Von täglich kochen zu 9 Monate, in diesen 9 Monaten maximal 3 Mal gekocht. Deswegen habe ich gestern wieder zum ersten Mal so Kartoffeln gekocht. Und ich habe irgendwie, ja, ich habe die Ceranfeldplatte hier noch nicht ganz im Griff, sag ich mal so. Ich weiß nicht, wie stark 9 ist, wie stark 7 ist. So wisst ihr, wie ich meine. Und ich habe halt einfach gestern die Kartoffeln zum Überkochen gebracht. Ich wollte, dass es schnell geht, habe den Deckel drauf gemacht. Der Deckel ist wieder zurückgerutscht. Ich mache den Deckel normalerweise immer so auf Kipp. Während ich hier irgendwas gemacht habe im Wohnzimmer, ist der Deckel zurückgerutscht. Und das Wasser ist übergekocht. Meine Ceranfeldplatte piep, 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 hat sich direkt von alleine ausgeschaltet und die ganze Zeit am Blinken. Piep, piep, wieder Feuermelder. Piep, 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 piep. Und auf F die ganze, also Fehler, ne? Und ich konnte halt aber auch nicht sauber machen, weil ich in dem Moment einfach keinen Lappen gefunden habe. Ich habe keinen Schwamm gefunden. Normalerweise, wenn ich über, also wenn das überkocht, nehme ich immer so einen Schwamm und gehe damit halt drüber. Weil irgendwie fackel ich damit nichts ab. Egal, auf jeden Fall habe ich so schnell keinen Schwamm gefunden und so lange hat es gepiept und das hat mich so aufgeregt. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann auf meiner neuen Ceranfeldplatte einen richtigen, ja, ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll, so angebranntes Wasserzeug und so, ne? Und ich habe das früher immer mit einem Ceranfeldschaber abgemacht, weil es halt sehr, sehr schwer abgeht. Oder halt mit irgendeinem Lappen und Scheuermilch und keine Ahnung was. Und Leute, ich habe gestern nur mit diesem runden Ding hier alles abbekommen. Ohne irgendwie Reinigungsmittel oder sowas. Meine Ceranfeldplatte glänzt. Und daran ist dieses Ding hier schuld. Ich bin immer noch baff. Ich habe davon jetzt nicht viel gehalten. Meine Schwiegermutter hat gesagt, diese Dinger sind heftig. Hat einmal hier so eine raue Seite und einmal hier so eine weiche Seite. Und dieses Ding ist aus Bambus, aus komplett Bambus. Und zwar ist das einmal so ein Booster, heißt das Booster Premium. Das blaue Wunder, die gibt es bei HSE. Hier steht auch nochmal drauf, Bambus. Und Leute, man braucht kein Reinigungsmittel, gar nichts. Wenn ihr irgendwo irgendwas angebranntes habt, auch unten auf den Töpfen, geht ihr einfach mit der rauen Seite da drüber. Keine Kratzer, gar nichts. Die gibt es bei HSE. Ich kann euch die ja unten mal in die Infobox reinpacken. Ich verdiene gar nichts daran. Also, no, ich kann euch das gerne da reinpacken in die Infobox. Aber verdienen tue ich da nichts dran. Aber es ist halt einfach nur ein Tipp von mir. Wenn ihr es satt habt, mit Scheuermilch über euer Ceranfeld zu gehen oder mit dem Ceranfeldschaber oder weiß ich nicht was, was ihr da benutzt. Hier. Könnt ihr euch das Reinigungsmittel und den Schaber und die Klingen, da könnt ihr euch sparen. Holt euch einfach das hier. Hey, bist du drüber geschrubbt, alles war weg? Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe zu meiner Schwiegermutter gesagt, ja, ist klar. Mhm. Ja, ich hab 2 Jahre schon alleine gewohnt. Ne? Ich habe schon alles ausprobiert. Du musst schrubben, es geht nicht anders. Hm? Klar, nicht mal 2 Minuten, mein Ceranfeld war sauber. So, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass ihr euch schön am Wochenende erholt, dass es euch gut geht,
dass ihr gut gelaunt seid, dass ihr euch ausgeschlafen habt. Und wenn es einigen Menschen so geht wie mir, dann trauen wir einfach jetzt mal gemeinsam. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Immer Danke nach oben, Kommentar und immer kostenlos Abo, würde mich sehr freuen. Tschüss, ihr Lieben.